Hallo, ich bin's raus und willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal und natürlich heute wieder Blatt Beach mit Zatani. Ja, moin Leute. Wir connecten instantly, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, keiner drauf. Ist die Base? Base lebt. Die Base ist da, yeah! Und jetzt erstmal ernten, Junge. Ernten, was das Zeug hält. Ah, so viel gibt es gar nicht zu ernten, weil es ist ja... Bei mir schon hier richtig hart viel. Ja, gut, okay, klar ist. Ja. Muss mal gucken, warum wächst das hier so schlecht? Ich da mal nochmal eine Fackel anders hin. Huiuiui, hier ist aber echt viel gewachsen, also dafür, dass wir halt nicht, dafür, dass wir halt nicht gespielt haben, also es müssten ja dann Leute in der Nähe gewesen sein, oder? Ja, es kann schon sein. Ich habe auch uns einen Plan überlegt, noch, was wir noch machen könnten, langfristig, und zwar, dass wir hier, also umso größer die Base ist, umso eher wird sie gefunden. Ja. Und da wir sehr weit außen an der Map sind, ist es vielleicht ein bisschen ineffektiv. Achso, außerdem, ich würde keine... Lass mal versuchen, dass wir keine kein Fleisch mehr essen, sondern eher vielleicht Möhren oder so, weil ja. Durch Fleisch regenerieren ja auch Leben schneller und das ist dann für den Kampf relativ wertvoll. Okay, ja, das wusste ich gar nicht. So genau, was ich auch mal sagen wollte, wir sind, leben ja ziemlich weit außerhalb, deswegen wäre meine Idee, dass wir eventuell noch eine zweite Base bauen, also Koordinaten merken. Und noch eine zweite, wo wir nur ein großes, riesig großes Feld machen und die etwas zentraler an der Map. Wenn das gefunden wird, ist es ärgerlich, weil viel Weizen flöten geht. Aber wenn es nicht gefunden wird, können wir da eben halt mal alle paar Folgen hingehen, einmal richtig dick ernten gehen, haben da wieder richtig viel Weizen. Und wenn es gefunden wird, ist eben nur ein Weizenfeld weg und nicht direkt unser ganzes Equip, weißt du? Jo, das wäre eine geile Idee, vielleicht sogar auch einfach unter einen Spawn bauen. Und dann Spawn ist vielleicht die Gefahr zu groß, dass sich da jemand einfach mal denkt, ach cool, baue ich mich mal hier aus Spaß runter, weißt du? Also ja. Am Spawn würde ich es jetzt nicht direkt machen, aber schon in der Nähe vom Spawn, wo immer wieder Menschen entlaufen. Okay, ja, und das wäre definitiv sinnvoll. Also ich würde jetzt sagen, dass wir das hier auf jeden Fall noch schnell hier erweitern. Genau. Und dann auch relativ zügig dann gucken, dass wir auch in die Mitte kommen. Wie viel Weizen hast du jetzt? Ich habe jetzt 3 Stacks. Perfekt, ich habe ja auch 1 Stack. Dann machen wir, gucken wir, dass wir hier noch 1,5 Stacks, zu, also 1 und 4 Stacks. 1 Stack und 4 so. Ja. Kommen. Also, dann wir sollten dann auch gucken, dass wir irgendwie es hinkriegen, dass wir dann auch Diamantrüstung uns machen. Ja, klar, aber das ist natürlich noch weiter. Weiter fern, ja. So, perfekt. Haben wir hier überall genug Wasser? Das looks pretty good. Jo, ich pflanze hier auf jeden Fall schon mal neu an. Gar keinen Samen bekommen. Aber wie viel Stacks hast du an der Weizen? Jetzt habe ich gleich 1 Stack. Ah, okay. Im Prinzip, jetzt habe ich 1 Stack. Hä, aber hast du nicht mal mehr? Nee, ich hatte letztes Mal fast 1 Stack voll. Okay, nice. Uns geht die Erde schon wieder aus. Scheiße. Warte, ich hab auch keine mehr. Du hast doch noch schon die OP-Spitzhacke, ne? Ja. Magst du mir die eben mal nicht die Spitzhacke, die OP-Schaufel. Das magst du mir eben geben, dann gehe ich einmal raus und hole nochmal da Erde mit. Ja, wo bist du? Ich bin mitten, also. Ach da, ja. Warte, ich schmeiße die einfach hin. So. Ich gebe dir mal die Samen. Ja. Dann kannst du die eben einpflanzen. Du kannst ja in der Zeit so ein bisschen hier. Genau. Stupide. Boah, das wächst so schön. Geil. Nice. Unser Plan ist auf jeden Fall für die nächste Stunde. Wir werden jetzt wieder eine Stunde in einem Stück aufnehmen. Und da ist unser Plan jetzt auf jeden Fall den Verzauberungstisch zu bekommen. Den haben wir ja gleich schon im Prinzip. Da müssen wir ja nur das Weizen wegbringen. Ja, genau. Und dann läuft der Hase. Der läuft richtig gut, der Hase, würde ich sagen. Auf jedensten. Und achso, magst du mal eben den Raum ausheben, wo wir ein Zuckerrohrfeld bauen können, weil wir brauchen, ich glaube, 24 Bücherregale, um einen Level 30 Verzauberungstisch zu machen. Ja. Das wäre auf jeden Fall eins nice, wenn wir den hätten. Jo, kann ich machen. Ich habe jetzt sowieso nichts mehr anzupflanzen. Dann kann ich das auf jedensten machen. Genau, dann kannst du ja noch weitere Räume ein bisschen ausheben in der Zeit. Ja. So, aber wir haben auf jeden Fall, ich habe jetzt 3 Stacks und nochmal 13 Weizen. Also läuft, würde ich sagen. Zack. Also Erde wäre jetzt ganz gut und vielleicht auch nochmal ein paar Samen, wenn du da gerade Erde irgendwie abhebst.
dass du dann irgendwie beim Laufen irgendwie noch ein paar Samen einfach mitnimmst. Okay, ja, mache ich. Also, ja gut, hier bei uns in der Nähe im Wald gibt es nicht so viel Samen. Okay, ja. Ich kann ja mal zu der... Warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde Richtung Spawn rennen. Ja. Du packst mir dann gleich in das Backpack Weizen rein. Ich öffne es am Spawn und hole dann die Diamanten ab direkt dafür. Oh, das ist eine gute Taktik. Ja, das kann man so du machen. Du kannst aus den Weizen ja Weizenblöcke machen. Das sind die Dinger, die uns von Domse weggenommen werden. ja. Ja, und dann denke ich, nimmt das nicht ganz so viel Platz weg. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Gut. Das sind vier oder wie viel? Nee, neun. Neun musst du an der Workbench machen. Ach so, okay. So. Das kriegen wir hin. Ja. So, also. Hier sind noch ein bisschen Parkour. Nein. Und wir müssen uns auf jeden Fall antrainieren, richtig zu schlagen, weil man muss ja immer eine Sekunde zwischen jedem Schlag warten. Das wird witzig im Kampf. Genau, damals war es ja immer nur so blindes Raufgeballere. Ja. Das ist jetzt absolut nicht mehr so. Wie war nochmal der Befehl, um Teamleben zu gucken? Das würde mich jetzt mal auch interessieren. Ach, das haben wir doch immer noch nicht nachgeguckt. Ah nee, doch nicht, den hattest du irgendwie. Ja. Scheiße. Ich weiß nur Get Time. Ah, fuck. Oh, 24 Strohballen. Nice. Ich schmeiß die mal eben in den Dings rein, Backpack. Ja. Ach, scheiße, das wäre jetzt echt schön zu wissen, so wie der Befehl ist, ne? Um einfach mal zu gucken. War das wieder was mit Get? Das kann sein, ja. Kann man das nicht tappen irgendwie? Befehle? Get mit auf jeden Fall nicht. Team. /Teams. /Teams? Ja. Oh. Ja, es sind nur zwei Teams, wenn ich das jetzt sehe. Nee, oh. Nee, es sind noch viel mehr mit drei Leben. Team 1 ja. Bis 6 komplett mit drei Leben. Hauptsache Bloody Beach beschäftigt mich so viel. Ich habe einfach. Ich weiß nicht, ob es heute oder gestern Nacht geträumt, dass wir einen Kampf machen und da drin drei Kills holen. Wie geil. Also, läuft. Ich feier das. Ja, bei mir kam übrigens jetzt mal einen Tag leider kein Video. Okay. Muss ich mich auch entschuldigen, das hat irgendwie logistisch nicht ganz funktioniert. Sonst hätte ich das Video um 23 Uhr hochladen müssen und das wollte ich nicht. Das wäre kacke, aber hab dann einfach zwei. Genau, einfach zwei. Damit wir im Gleichschritt bleiben. Was richtig nice wäre, wenn wir irgendwo eine Kartoffel bekommen, weil gebratene Kartoffeln bringen viel, viel mehr Leben als diese blöden Mohrrüben, die überhaupt nichts bringen. Jo, das ist eine gute. Ja, Kartoffeln esse ich gerne. Ich finde Kartoffeln ohne Witzen das langweiligste überhaupt. Ja, aber effektiv. Ja, klar, bei Minecraft ja, aber ich meine, die sind echt, weil du meinst, so. Kartoffeln esse ich gerne. Also, ja. Die Kartoffeln einfach so. So typisch deutsche Küche. Ich finde die deutsche Küche auch geil, gemein, nicht so wirklich geil. Ja, die ist sehr unspektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht so wie die italienische oder irgendwie sowas. Ja. Ist halt geil. Ja, unspektakulär ist das richtige Wort, ist einfach so extrem deftig und fettig. Also ich mag mehr so dieses Mittelmeeressen. Kulinarisch, also, oder wie heißt das? Ich weiß es nicht. Ja, kulinarisch ist ja alles, ne? Also, kulinarisch kann ja auf alles bezogen sein. Naja, ist auch scheißegal, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was esst ihr denn so ganz gerne? Seid ihr dann doch eher so der Schnitzelfreund? Oder die Schweinsachse? Ah. Oder dann doch eher hier die Pizza oder die Nudeln? Oder vielleicht auch ein Salat? Die soll es ja auch geben, die Leute, die Salat essen. Ich muss sagen, ein Salat mit einem richtig geilen Dressing finde ich auch eigentlich ganz nice, aber... Kann man schon essen. Kann man machen. Ja. So, ich mache jetzt hier aber mal unten dieses Bambusfeld. Genau. Wie soll das groß sein oder eher nicht so? Es muss nicht gigantisch sein, weil die wachsen ja vier hoch. Also er muss auf jeden Fall vier hoch sein, der Raum. Nee, fünf hoch sein, da muss ja noch Sand rein. Fünf Blöcke nach oben hin. Uiuiui. Und ja, sonst reicht einfach. Es muss einmal Wasser, also mach den in die Breite 3, in die Länge sagen wir so 10 oder so, oder 7. Mach mal 7 lang, 3 breit und 5 hoch. Okay.
Ja, also. So, ich muss jetzt mal gucken, wie. Sind die ist der Spawn bei 0-0? Ja, genau. Okay, dann muss ich mal gucken, welche Richtung ich laufen muss. So, da. So, in die Richtung ist der Spawn, okay. Huiuiui. So, 4, 1, 2, 3. Da war ich, okay. Hey, warum kann ich keine Mohrrüben essen jetzt gerade? Gerade war ein Lake. Gerade war ein Lake. Okay. Also bei mir zumindest. Ja, kann schon sein, bei mir auch, weil ich konnte eben nichts essen. Ja, der Server soll auch nicht so stabil laufen, so was ich in der Konfi da gelesen habe. Gab's irgendwie so ein bisschen. Bisschen Stress, aber mal gucken. Solange es uns nicht betrifft und im Fall. Ja. Ey, was mir auch übrigens noch so eingefallen ist: Goldäpfel. Sollen wir da nicht irgendwie welche mal machen? Ja, aber Goldäpfel wollen wir auf OP-Goldäpfel. Das hat mir ja jemand in den Kommentaren geschrieben, OP-Goldäpfel sind gar nicht mehr so stark. Ja, die wurden genervt. Ist halt die Frage, ne? Aber die sind ja immer noch besser als normale Goldäpfel. Naja, ja, natürlich besser, klar. Wird ja keinen Sinn machen, aber... Aber wie teuer sind diese OP-Goldäpfel? 81 Gold braucht man. Okay. Das ist schon viel. Das ist die Frage, ob dann nicht normale auch. Da kannst du halt viel mehr machen. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich hier wieder eine Höhle. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ahnung davon habt. Oh, da sind noch viele Kühe, die hole ich mal mit natürlich. Ja. Huiuiuiui. Kannst du mal nach Weizen farmen, damit du vielleicht nochmal. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Stack Weizen zusammen. Ja, kann ich machen. So, laufe ich mal eben nach oben. Ey, mein Inventar ist einfach wieder voll. Das gibt's nicht. Was schmeiß ich denn mal weg? So. Stöcke. Oh, oha, ey, das wächst einfach so schnell. Das ist nicht wahr. Heftig. Das, ist nice für uns. So, ich hab jetzt über 2 Stacks Samen nochmal geholt hier. Sauber. Mittlerweile kennt man das ja so ein bisschen aus. Also, ich hab jetzt halbwegs eine Orientierung in der Map. Okay, da bist du mir schon mal, um Längen voraus. Das war ja auch eine schöne Folge, wo ich da schön zurückfinden musste. Ich war so bescheuert gestorben einfach. Das war echt richtig bitter. Hätte ich hier oben klatschen können. Also wäre ich fast nach neuer Heimat von dir. Ich weiß nicht, ob du die irgendwann mal im Video erwähnt hast. Weiß ich auch nicht. Aber werde ich wahrscheinlich noch. Deswegen sage ich es einfach mal nicht. Ja. Das dir natürlich überlassen bleiben. Ja. Vielleicht mache ich auch mal so eine Roomtour, so richtig geil. Aber vielleicht einfach nächstes Wochenende können wir ja schauen. Genau. Da kommt der liebe Gaming-Bouquet zu mir. Genau, genau. Dann werden wir ganz viel Geschlechtsverkehr aus ihm. Das hättest du wohl gerne, ne? Geht so. Ohne dir zu nahe zu treten. gibt es noch Dinge, die ich etwas mehr möchte. Also minimal. Das ist nur so ein bisschen. Also schon. Mit deiner Freundin, ne? Eventuell eher, ne? Aber so ein Stück geht mal, ne? So ein Pünchen. Ja. Nichts gegen Homosexuelle, die sowas gerne machen, aber meins ist es nicht. Obwohl, ich kann es nicht beurteilen, ne? Ich meine, ich hoffe, Zatani kann es auch nicht beurteilen. Ja, das ist halt die Sache, ne? So habe ich jetzt schon. Bist du schon eigentlich in der Mitte da, oder? Fehlen noch so in etwa 200. Das ist doch schon echt weit, ne? Es ist weit. Es ist, wirklich weit. Also ich hatte das gar nicht so in Erinnerung, dass es so weit war. Ja, weil wir ja nicht gerade gelaufen sind. Wir sind kreuz und quer und hatten immer was zu tun, waren immer wieder ein bisschen am, ein bisschen was am Abfahren. Dann sind wir aber auch eine ganze Strecke im Boot gefahren. Also wir könnten natürlich auch einen Kanal genau zu unserer Base machen, vom Spawn aus, damit keiner den Weg findet. Wo wir dann mal nachschwimmen können. Ich glaube, ich sehe den Spawn. Oh, da hinten ist ein großes Weizenfeld, was aber schon abgeerntet ist. Hat irgendjemand wohl Weizen gefarmt. Lol, ich hab... Ah, fuck. Ich hab nochmal 6 Strohballen. Ich gehe kurz in den Backpack. Zack. Okay. Eins, nice. So. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir echt Erde, weil jetzt habe ich hier keine Erde mehr zum Weiterpflanzen. Ich kann die Erde ja ins Backpack packen, genau. Perfekt. Jo, stimmt. BP? Nee, nicht PP. BP, so. Genau. Ich mach das mal raus.